Ich habe die ganze Zeit versucht, die Tränen zu unterdrücken, aber jetzt gerade, keine Ahnung, wenn ich auch so daran denke, dann kommt irgendwie alles hoch. Beim Dreh in Ehrenfeld ist die Stimmung zwar friedlich, Casey und Emory haben allerdings ihre ganz eigene Vorstellung von der Umsetzung des Musikvideos von Tante Estefania. Ihr beide wollt mich doch heute verarschen, oder? Ja. Emory und Casey haben, glaube ich, nicht so Bock, wie ich das gerne hätte oder wie es gerne sein soll. Aber wir tasten uns jetzt einfach mal langsam ran. Oh. Guck mal, dass du das linke Bein gerade machst, das rechte Bein. Casey, komm. Ja, wir zerlegen jetzt erstmal. Wie ist es so lange? Nein. Das letzte Video, wie wir Sag mal, hi. Danke. Aber ich sag mal, das hat ja gar nichts. Mach mal, gib mal Küsschen. Gib mal Küsschen. Mach mal, also winke, winke. Mach mal, tschüss. Ja. Das sind Kids, die sind unberechenbar. Ja, dann du mit. Und die machen das erst dann, wenn sie es wollen. Okay, Danny, ich glaube, jetzt muss auch schnell sein. Schön sitzen bleiben. Die 16 Monate alten Zwillinge haben den Spaß ihres Lebens und feiern den Tag auf ihre Art. Und tschüss. Es ist eine große Herausforderung, weil die Kids machen natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Emory und Casey, wie man sehen kann, machen, was sie wollen. Danny versucht, jedes Bild mitzunehmen, was er kriegen kann. Ein richtig langer Tag. Ja, aber die beiden... Die geben ihr Bestes. Peter ist hier zum Bespaßen. Aber wir kriegen das hin. Wir haben es jetzt wenigstens schon mal geschafft, dass die beiden hier bleiben. Denn gerade eben sind sie die ganze Zeit hier rüber gekrabbelt. So, das brauchen wir aber gleich. Jetzt brauchen wir hier Bilder. Wie man sehen kann, Emory denkt sich, gar keinen Bock, ich mache nicht das, was ihr wollt. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das wird jetzt einfach ein Geduldsspiel. Also da müssen wir jetzt ganz, ganz oft drehen, drehen, drehen. Also ich glaube, von einer Stunde Material werden wir da jetzt 2 Minuten gebrauchen können. Aber darauf kommt es halt jetzt an. Ja, also ist schon was anderes, wenn hier auf einmal 6 Leute stehen, um die beiden zu animieren. Aber man steckt halt nicht drin, das sind Kinder, ne? Also entweder die machen mit oder die machen nicht mit. Wenn sie nicht mitmachen, dann ist das eben so. Dann muss man sich damit abfinden. Aber ich werde die beiden nicht zu irgendetwas zwingen oder sonst irgendwas. Also wenn die beiden Lust haben, ne, wir animieren die dazu. Wenn sie zurücklachen wollen, dann sollen sie zurücklachen. Wollen sie zurückklatschen, dann sollen sie zurückklatschen. Wenn nicht, dann eben nicht. 50 Kilometer Luftlinie entfernt ist Tim noch immer dabei, seiner Verlobten zu erklären, dass seine Erotikheftchensammlung rein gar nichts mit der Beziehung zu Lavinia zu tun hat. Aber Baby, trotzdem weißt du, bist der Einzige für mich. Ja, schön. Tut mir leid. Du sitzt jetzt noch ein paar Tage. Was? Du sitzt jetzt noch ein paar Tage. Ja, glaube ich auch. Ich verstehe deine Sichtweise, ja. Aber ich habe damit nichts Böses. Wir schlafen heute Abend hier, aber du kannst auf der Couch schlafen. Dann, weiß ich ja eh, was ich zu tun habe. Junge! Nein, nicht die Heftchen. Ja, was dann? Meine Konsole. Nee, nix deine Konsole. Alles gut. Ich glaube auf jeden Fall, dass Tim mich liebt und dass, wenn er das sagt, das auch ehrlich ist. Ich meine, sonst hätten wir keine Tochter, sonst würden wir jetzt nicht zum zweiten Mal zusammenziehen und nicht jeden Tag 24-7 miteinander verbringen. Aber trotzdem muss sowas wie mit dem Pornoheftchen einfach nicht sein. Der hat mich und da hat der keine anderen Frauen zu haben. Tut mir leid, Schatz. Hm. Ich liebe dich. Ja, wenn du mich so sehr liebst, dann hier. Nimmst du jetzt einen blauen Sack und schmeißt die Scheiße weg. Und ich komme mit, damit ich auch sehe, dass du die Scheiße auch wirklich wegschmeißt. Und ja. Deine Sachen sind schneller gepackt, dass du kicken kannst. Ajo. Ja, Entschuldigung, ist so halb akzeptiert. Ich bin zwar jetzt noch ein bisschen sauer, weil sowas vergisst man jetzt nicht direkt, nur weil man sagt, oh Schatz, es tut mir leid. Aber ich denke mal, im Laufe des Abends wird das wieder. Ja. Sind das auch alle? Behalten? Sind das auch alle? Zählen ja, mir. Ich habe die doch alle gehabt. Ja. Ja, unten ist die Mülltonne, ne? Ja, bring ich gleich runter. Nee, nix gleich, dann verschwinden die nämlich einfach da wieder. Die andere, dann tue ich die gleich direkt mitnehmen. So, hier danach rein, dann kann man das gleich in einem mit runternehmen. Ja, und so eine Scheiße sehe ich nicht nochmal. Versprochen. Ja. Kussi, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. So, und jetzt ist wieder alles gut. Und jetzt, Leute, lasst uns Gas geben. Ihr wollt hier leben. Ja, Daniela. Also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch mega Gas geben, weil bis heute Abend müssen wir das ja alles geschafft haben. Bis zum Nachmittag soll auch Estefanias neues Musikvideo zum Song Doppelt laut im Kasten sein. Und siehe da,
Einer der beiden Filmstars lernt beim Dreh frei zu stehen. Klasse, ja toll. Da steht da. Casey, was machst du, Schatz? Sie hat einfach mal so fast 10 Sekunden wirklich komplett alleine, ohne sich irgendwie festzuhalten. Also die haben das mal 3-4 Sekunden geschafft. Aber das war jetzt heftig. Ja, natürlich bin ich stolz. Und dieser Mund ist echt in meinem Musikvideo drin, wie mein kleiner Buchstabe hier steht. Ich wusste, die machen irgendwas, womit wir nicht rechnen. Okay, ist jetzt bewiesen. Der steht einfach in meinem Musikvideo. Tante und Eltern könnten stolzer nicht sein. Und Danny hat schon viele schöne Bilder der Zwillinge eingefangen. Zeit für eine Pause. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal mit den bunten Hintergründen durch. Dann erlösen wir die zwei jetzt mal. Dann können die mal ein bisschen Mittagsschlaf machen. Und dann würde ich mit Estefania weitermachen. Are you ready? Yes. Dann räume ich da gerade auf und dann machen wir Gesangstexte. Okay. Dann. Ja? Kriegen wir hin. Perfekt. Krieg ich einen Kuss? Von dir auch, Inumi? Wir machen jetzt mit den beiden eine kleine Pause, dass die jetzt ein bisschen schlafen können. Bis jetzt haben die beiden sich gut gemacht. Also es sind auf jeden Fall schon schöne Bilder. Und ja, jetzt mal gucken, ob die beiden schlafen möchten oder so aufgedreht sind. Wir schauen jetzt mal. Wie im Film, keiner wusste, wie es enden wird. Denn die Welt stand still für einen Augenblick. 18:05 Uhr, der Tag, an dem alles beginnt. Emory Casey. Was geht mir durch den Kopf? Der Tag der Geburt der beiden, wo wir nicht wussten, wie dieser Tag enden wird. Die Hände viel zu klein, doch stärker als Raum und Zeit. So viel noch vor euch, so viel zu leben. Für euch zwei wird kein Weg zu weit. Die Pflasteraufnahmen, sie zeigen den Mut. Ja, alles wird gut. Doppelt laut, ich bin mir sicher, ihr gebt nie. Das ganze Glück lag in Scherben. Doch jetzt schreien eure Herzen. Hey, wir leben los. Ich habe diesen Song für die beiden gemacht mit dem Wissen, okay, was wird sein? Werden die beiden es schaffen oder werden die beiden es nicht schaffen? Und jetzt einfach hier zu stehen und für meine beiden Kämpfer dieses wunderschöne Video zu machen, ist für mich einfach ein sehr, sehr emotionales Gefühl. Und ich habe die ganze Zeit versucht, die Tränen zu unterdrücken. Aber jetzt gerade, keine Ahnung, wenn ich auch so daran denke, dann kommt irgendwie alles hoch. Doppelt laut, ich bin mir sicher, ihr geht niemals auf. 2 Stunden später in Lavinias und Tims neuer Wohnung in Ratheim. Nach einem, wilden Start in den Tag schreiten die Einzugsarbeiten voran. Da sind wir ja soweit jetzt hier fertig. Ja, nicht so weit. Wir sind eigentlich ready. Ja, dann ist kann ich eben drüben anrufen. Ich wollte die Esstimmer, also das heißt drüben bei Esstimmer. Ja, mach das. Wie es da ist. Hallo? Hi Estefania, ich bin's. Ich wollte mal fragen, wie sieht's denn bei euch aus mit dem Videodreh? Wir haben jetzt gerade die letzte Szene im Kasten und sind fertig. Okay, und wie waren die Kleinen? Ja, die waren gut drauf, haben aber auch ein paar Mal gequengelt, aber was ganz normal ist. Aber an sich war es super, lief alles gut. Das hat wieder viel Spaß gemacht. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, und bei euch? Ja, auch soweit alles in Ordnung. Die Warner, der Flo und ich, wir machen uns jetzt auch rüber. Lavinia und Tim, die bleiben ja heute hier drüben in der Wohnung. Die Motte ist auch schon am Schlafen. Ja. Sehr gut. Gut, Leute, dann sag ich mal, wir sehen uns ja später, ja? Machen wir, Mama. Gut, tschö. Okay, tschö. Also mit dem Video, das freut mich dermaßen. Und ich bin jetzt mal gespannt auf das Ergebnis. Ja, und hoffe, dass ich das ganz, ganz schnell sehen kann. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe, ne? Ja, nichts zu danken. Dankeschön. Ich freue mich ganz einfach für die beiden, dass sie jetzt so eine schöne Wohnung haben.
und die erste Nacht hier verbringen können. Aber es ist ein neuer Lebensabschnitt für beide und ich glaube, hier werden sie glücklich. Den wolltest du haben, ne? Genau. Dann ciao, nimm dir den mit. Baby. Tschö. Habe ich dir nicht gesagt, wir schaffen das heute? Ich habe daran nicht geglaubt, sag ich dir ehrlich. Kuss und dann lass uns auf die Couch pflanzen. Kleine schläft gerade eh noch. Naja, aber dann, wir sind nicht vollzählig ohne die. Ja doch, komm, die macht noch Haya, Bobo, was soll ich denn machen? Ja, wecken. Nee. Na, wir sind aber ohne die nicht vollzählig, ne? Ja, und? Also können wir auch so gesehen auch keine Party machen. Ein bisschen chillen, oh. Jetzt hier fängt so gesehen ein neuer Abschnitt an, da wird die Kleine auch sehr, sehr viel erleben. Wir werden viel mit der Kleinen hier erleben, was sie Neues lernt. Ja. Und darauf können wir uns jetzt eigentlich schon noch freuen. Genau. Lass uns jetzt einfach nur noch chillen. Der Streit vom Morgen ist kein Thema mehr. Nach 5 Tagen Ausräumstress, Renovierungsmarathon und Umzugsaction hat sich das Paar den ruhigen Abend heute wirklich mehr als verdient.